Ich weiß, ich weiß. Nach Wano Kuni hat sich so einiges in One Piece verändert. Nicht nur das Pacing und das Storytelling, sondern auch die verschiedenen vielfältigen Charaktere. Damit hat sich auch der Beliebtheitsgrad einiger Charaktere stark verändert. Und Sanji ist jemand, der schon von Anfang One Piece sehr beliebt war, aber oft im Laufe der Geschichte Kritik auf sich nahm. Ich würde auch gerne deine Kritik zu diesem Video auf mich nehmen, also würde mich ein Kommentar und eventuell sogar ein Like und Abo durchaus freuen. Lasst uns One Piece die nächsten Jahre gemeinsam genießen. Naja, wenn Sanjis Stärke ein Thema ist, dann auch immer Zorro. Zorro und Sanji sind nämlich schon seit Jahren Rivalen und beide durften ein durchaus effektives und heftiges Power-Up genießen. In diesem Video werde ich nicht zu sehr auf Zorro eingehen, aber eines müssen wir verstehen. Zorro hat Sanji meiner Meinung nach bei weitem überholt. Nicht nur, dass er eines der stärksten bekannten Schwerter Enma übernahm, sondern auch körperlich sich extrem weiterentwickelt hat. Allein die Tatsache, dass er oben auf dem Dach mitgekämpft hat, zeigt für mich, dass er einer der stärksten ist und Oda betont dies auch damit, dass er relevanter im Kampf ist als ein Sanji. Dabei möchte ich euch ganz kurz daran erinnern, wie Zorro die stärkste Attacke in ganz One Piece abgeblockt hat und somit sogar Kaido und Big Mom mehrmals zum Staunen gebracht hat. Das war aber nicht alles, denn das Wichtigste hierbei ist, Zorro hat das Königshaki nun im Besitz. Im Kampf gegen Kaido machte uns Oda bewusst, wie wichtig dieses eigentlich ist. Oda hat sogar explizit Kaido sagen lassen, dass die stärksten Krieger alle das erweiterte Königshaki beherrschen. Und somit wird uns indirekt erklärt, dass ein Charakter, der zu den stärksten gehören will, definitiv über das Königshaki beherrschen sollte, was ja auch eigentlich logisch ist. Kaido sagte sogar, es ist kaum möglich, ihm ohne das erweiterte Königshaki einen Schaden hinzuzufügen. Hören wir aber endlich auf, Zorro weiterhin einen zu lutschen, denn um ihn soll es hier gar nicht in diesem Video gehen. Jetzt, wo wir klargestellt haben, wie stark sich der Rivale von Sanji in diesem Arc weiterentwickelt hat, müssen wir überlegen, wie Sanji denn hier jetzt mitziehen soll. Aber hey, bevor ich an die ganze Thematik rangehe, fragen wir mal einen Sanji-Fan, nein, besser einen Sanji-Fanboy, wie er denn momentan die Stärke oder den Stärkeunterschied zwischen Zorro und Sanji einschätzt. Was geht, ich bin's Kudo. Ich persönlich denke, dass man nach dem Wano Kuni Arc schon gut einschätzen kann, wie Sanji und Zorro stärketechnisch abschneiden. Beide haben einen Kaiserkommandanten besiegt, ohne dabei wirklich an ihre äußersten maximalen Grenzen gehen zu müssen. Gut, Zorro musste ein wenig was einstecken, bevor er King richtig entschlüsseln konnte, allerdings hatte ihn dann auch gut platt machen können. Sanji hingegen konnte sich, nachdem sich sein neues Power-Up aktiviert hat, einfach durch Queen durchsetzen. Sanji hat den Raid-Suit zwar zerstört, aber dennoch hat sich die Genmodifizierung weitestgehend durchgesetzt und er war quasi immun gegen jegliche Angriffe seitens Queen, was, wenn man sich das mal überlegt, ziemlich krass ist, denn sein Körper heilt sich einfach von selbst. Deswegen kann man schon sagen, dass Sanji sich weniger für den Sieg bemühen musste. Allerdings hat Zorro rein stärketechnisch von den Power-Ups und den generellen neuen Techniken von ihm wie immer einen kleinen Vorteil. Zorro hat auf Wano Kuni das Königshaki endlich erweckt, wodurch er auch das Enma richtig kontrollieren konnte und Zorro hat auch, wie ich finde, im Kampf gegen King erstmals richtig strategisch gekämpft und abgewartet, sowie dessen Taktiken durchschaut, um ihn klug zu bekämpfen. Nachdem Kudo jetzt ordentlich die Eier von Sanji gekrault hat, müssen wir erstmal erwähnen oder besser gesagt klarstellen, was überhaupt hier passiert ist. Während des Raids auf Onigashima stellte Sanji nämlich fest, dass sich sein Körper nach dreimaligem Gebrauch des Raid-Suits anders und in einigen Fällen sogar besser anfühlte, was ihn schon früh während seines Kampfes mit Queen verwirrte. Später in seinem Kampf mit Queen stellte Sanji wütend fest, dass die genetischen Veränderungen, die seit seiner Geburt in ihm schlummerten, endlich erwacht sind und ihm eine übermenschliche körperliche Konstitution und ein Exoskelett verliehen haben, das ihn nahezu unverwundbar macht, einschließlich einer beschleunigten Heilungsrate. Nachdem er überlebt hatte, zu Tode gequetscht zu werden, stand Sanji wieder auf, obwohl alle seine Knochen gebrochen waren und schockierte alle, als sich sein Körper wieder zusammenfügte und neu formte. Realisiert ihr eigentlich, wie abgespaced und krank sein Power-Up hier ist?
Queen schlug dann mit einem Schwert auf Sanji ein, wobei die Klinge an Sanjis Hals zerbrach und Sanji nur leichte Schmerzen und Unannehmlichkeiten verspürte. Und Queen ist wahrscheinlich jemand mit einem durchaus starken Rüstungshaki. Realisiert ihr also, wie stark hier Sanjis Verteidigung ist, dass ein Typ wie Queen mit seinem Rüstungshaki nicht durch Sanjis Körper durchkommt. Danach zog er seine Wange wieder an ihren Platz und überstand auch mehrere Kopfschüsse der Beast Pirates ohne Verletzungen. Nachdem er erkannt hatte, dass seine genetischen Veränderungen nur durch das Tragen des Raid Suits erwacht waren, entschied sich Sanji, die Veränderung an seinem Körper einfach zu akzeptieren, aber nicht bevor er den Behälter mit dem Anzug zerstörte, um seine Verbindung zu Germa endgültig zu kappen. Nachdem er seine neuen Fähigkeiten einigermaßen gemeistert hatte, entdeckte er, dass er so schnell geworden war, dass er ohne den Anzug unsichtbar werden konnte und dass seine ohnehin schon beeindruckende Stärke auf ein Niveau angewachsen war, das er sich nie hätte vorstellen können. Sanji hatte schon immer einen Traum, unsichtbar werden zu können, und dadurch, durch Schnelligkeit, ist sein Traum jetzt auch in Erfüllung gegangen, was sehr cool und lustig ist. Durch die Kombination all dieser Verbesserungen an seinem Körper und seinen Rüstungshaki entwickelte Sanji Kampftechniken, die für ihn vorher physisch unmöglich gewesen wären. Er hat nicht den völligen Mangel an Empathie gezeigt, der mit den genetischen Verbesserungen seiner Brüder verbunden ist, da er entsetzt war, als er dachte, dass er dafür verantwortlich war, eine Frau zu schlagen, als sich seine Kräfte manifestierten. Dazu kommen noch die blauen heißen Flammen, die ihn noch um einiges stärker machten. Das war übrigens eine Theorie, die ich vor 6 Jahren gemacht habe, dass Sanji blaue Flammen bekommen wird oder zum Beispiel Sabo. Aber ich denke, das ist klar und auch nicht schwierig zu schließen, wenn man weiß, dass Flammen heißere Versionen und Formen haben. Sanji ist somit unerwartet sehr stark geworden, weil man nie denken konnte, dass er genetische Veränderungen bekommt. So ein schnelles und unaufwendiges Power-Up kriegt man eigentlich in One Piece nur durch eine bestimmte Sache, und zwar Teufelsfrüchte. Und deswegen möchte ich hier auf eine Theorie eingehen, die am Anfang vom Wano Kuni Arc ihre Primezeit hatte. Diese Theorie polarisierte das Internet zwar nur für einige wenige Monate, aber auf diversen Plattformen wie Reddit hat sie ein riesen Gesprächsthema verursacht. Und zwar hatte man da schon gesehen, wie Marco auch auf Wano Kuni ankam, und es war Fakt, dass er sich am Kampf beteiligen wird. Da er auch ein schon etwas älterer Charakter ist und zur alten Ära gehört, haben viele über seinen Tod spekuliert. Damals war auch Sanji noch derart als erbärmlich angesehen worden, da er im Whole Cake Island Arc nicht wirklich überzeugen konnte. Somit wurden die Erwartungen von den Zuschauern nicht erfüllt und noch mehr Spannung baute sich im Thema Sanji auf. In Kombination mit dem Fakt, dass Marco dort auftauchte, über dessen Tod man sowieso schon länger spekuliert hat, und dem Fakt, dass die Strohhütbande eine Logia braucht, stellte man die Theorie auf, dass Sanji die Teufelsfrucht von Marco bekommen könnte. Naja, im Grunde braucht die Strohhütbande keine Logia, aber wir haben dort eine Zoan, eine Paramecia, und eine Logia hätte dort schon sehr gut reingepasst unter den ganzen Charakteren. Diese Theorie gibt es ja auch schon gefühlt seit Jahren. Ich sage euch ehrlich, damals habe ich das auch gehofft und sogar ein Stückchen geglaubt. Aber wer hätte auch denken können, dass ein Sanji ein derart heftiges Power-Up durch eine Genmutation bekommt. Wir Fans wussten halt, dass er sich extrem weiterentwickeln musste, weil er wirklich zurücklag. Und durch eine Genmanipulation, das hätte eigentlich keiner erwarten können. Und da man sich die Frage gestellt hat, wie kann Sanji jetzt sehr schnell und ein sehr heftiges Power-Up rankommen, hat man natürlich an eine Teufelsfruchttheorie gegriffen, und da auch Marco dort war, hat es eigentlich sehr gut gepasst, weil auch viele finden, dass die Frucht von Marco sehr, sehr gut zu Sanji passt. Für die Zukunft kann man jetzt jedoch endlich sagen, dass Sanji sehr wahrscheinlich keine Teufelsfrucht bekommt und erst recht nicht die von Marco. Passen würde sie aber perfekt, das muss man einfach zugeben. Aber versteht mich nicht falsch, ich bin nicht der Meinung, dass sein Power-Up mit der Genetik ausreichend ist, um ganz oben mitzuspielen. Klar ist dies eine brutale Entwicklung, was seine Stärke angeht, aber sein physisches Upgrade kommt meiner Meinung nach nicht an das von zum Beispiel Ruffy oder Zoro dran. Denn auch wenn Sanji zum Unmensch wurde, wurde er nach dem Kampf gegen Queen ohnmächtig. Und jetzt stellt euch vor, ein Kaido, nicht ein Queen, hätte auf Sanji eingeprügelt. Diese physischen Upgrades werden nicht unendlich sein und Grenzen haben. Und generell können viele in One Piece mit extrem physischen Fähigkeiten mithalten. Siehe Zoro, der eine Attacke von Big Mom und Kaido abblockte. Auch wenn er dann am Ende war, er konnte dort standhalten. Sanji braucht also meiner Meinung nach mehr.
Auch viele in der One Piece Community sind dieser Meinung und haben bereits sich auf Reddit öfters dazu geäußert. Selbst Oda betonte, dass Sanji Zoro etwas nachsteht. Denn als die Steckbriefe ankamen, wurde Sanji von Zoro die Nummer 4 genannt und über diese Thematik wurde sich lustig gemacht. Ihr dürft nicht vergessen, dass Oda derjenige ist, der das alles schreibt. Also er lässt Zoro da sagen, du bist die Nummer 4 und insgeheim oder indirekt gibt er somit auch eine Message an die ganzen Zuschauer. Und diese Message wurde auch im Whole Cake Island gut rübergebracht, als man dachte, es ist Sanjis Arc. Aber Sanji entwickelte sich mehr charakterlich weiter und als Koch als Kämpfer. Im Endeffekt ist Sanji dann nur ein Koch und sein Traum ist, der All Blue zu finden und nicht der Stärkste zu werden. Zoro hingegen will der stärkste Schwertkämpfer werden und deswegen muss er auch von Stärke her im Fokus stehen. Nun, Fakt ist aber, wir sind im Endgame und im Endgame von One Piece lernen wir Charaktere wie die Holy Knights kennen, die sehr wahrscheinlich verdammt stark sind. Des Weiteren erfahren wir, dass selbst die Gorosei sehr wahrscheinlich kämpfen können und Im-Sama ebenso außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Mittlerweile fände ich es durchaus logisch, dass selbst Zoro und Sanji auf Kaiserniveau kommen, um dort auch einiges leisten zu können. Es wird ja nicht Ruffy alleine gegen die Holy Knights kämpfen oder nur die Hilfe von Revus bekommen. Seine Bande muss dort definitiv mithalten können. Und ein Sanji muss meiner Meinung nach noch einiges lernen oder drauf haben, um dort mitzuhalten. Was ganz simpel ist, sind hier erstmal die physischen Fähigkeiten. Sanji ist schon überdurchschnittlich. Ich meine, er kann durch seine Schnelligkeit unsichtbar werden. Und sogar gebrochene Knochen können wieder zurückgebogen werden. Aber selbst dort muss er sich noch weiterentwickeln, so komisch wie das auch klingt. Ich denke sogar, dass Oda Sanji aufbaut, damit er irgendwann mit der Schnelligkeit von Kizaru mithalten kann. Und dafür muss er noch schneller werden, denn Licht ist, wie wir alle wissen, sehr schnell. Ich finde, das ist so ein Indiz von Oda gewesen, dass Sanji vorbereitet wird auf den Kampf gegen Kizaru und eventuell steht jetzt der Kampf gegen Kizaru an. Also kann es sogar sein, dass wir hier einen Schlagabtausch oder ein Schnelligkeitsduell zwischen Licht und Sanji bekommen. Aber ich erwähne es in meinen Videos sehr oft. Was braucht ein Endgame-Charakter, um ganz oben mitzuhalten? Kaido sagte es selber, jeder starke Kampf ist davon geführt und wenn jemand gegen die Holy Knights oder gegen Im-Sama oder die dritte Hand von Ruffy sein will, vom Piratenkönig, dann finde ich, braucht er es und zwar das Königshaki. Bevor ich mich äußere, fragen wir mal wieder unseren Sanji-Fanboy-Experten, was er denn zu der Königshaki-Thematik in Bezug auf Sanji sagt. Grundlegend finde ich, dass es absolut passend ist, dass Zoro das Königshaki hat und erwartungsgemäß auch aktiviert hat. Es passt einfach zu sehr zu Zoro und er muss es haben. Allerdings finde ich, dass Sanji genauso sehr in diese Richtung kommen kann und auch wird. Es war ja eigentlich immer so, dass Zoro Sanji immer ein klein wenig voraus ist. So ist das immer schon gewesen in One Piece, sei es stärketechnisch oder auch vom Kopfgeld her. Aber Sanji hat immer wieder bewiesen, dass er sehr gut nachziehen konnte und sich immer wieder selber auf das Level von Zoro, seinem ewigen Rivalen, heben konnte. Nun ist aber ein kleines Problem vorhanden. Beide haben auf Wano Kuni schon Power-Ups erhalten. Zoro in Form von Königshaki und Sanji mit den Power-Ups des Raid-Suits sowie den ganzen Veränderungen seines Körpers ausgelöst durch die dann doch noch aktivierte Genmodifizierung. Also muss Sanji jetzt nun wieder nachziehen, allerdings wird das denke ich nicht in allzu naher Zukunft passieren. Wenn jetzt bei beiden nun nach und nach Arc für Arc immer wieder einer draufgesetzt wird, wäre das ein wenig zu viel und auch ein bisschen zu schnell, denke ich. Weshalb ich glaube, dass Sanji definitiv das Potenzial hat, Königshaki zu erwecken und er es auch definitiv wird, allerdings nicht im jetzigen Arc, sondern vielleicht beim nächsten All-Out-Kampf von Sanji, wo er hoffentlich mal wieder in absolute Bedrängnis kommt und vielleicht schon dem Tod nahe ist oder was ähnliches und sich das Königshaki dann dadurch erweckt. Richtig, alle Charaktere entwickeln sich physisch weiter und das allein wird Sanji nicht dazu bringen, mit den Tieren ganz oben, die mit Königshaki-Blitzen rumschmeißen, mitzuhalten. Und genau das ist auch der nächste Punkt, den ich hier erwähnen möchte. Sanji könnte doch eventuell das Königshaki beherrschen und somit auch zu einem Endgame-Charakter werden. Bei Zoro hat es auch niemand die ganze Zeit geglaubt und plötzlich nach mehr als 1000 Folgen hat Oda beschlossen, es ihm einfach doch zu geben. Wenn Sanji genau wie Zoro gegen einen Admiral oder einen Holy Knight kämpfen will, muss er dieses einfach beherrschen, um überlegen zu sein. Allein wenn wir uns den Charakter von Sanji angucken, können wir mit Sicherheit sagen, dass er durchaus königlich wirkt. Abgesehen davon, dass er sogar ein Prinz ist, was meiner Meinung nach ein kleiner Hinweis von Oda sein könnte, sind auch seine Ambitionen sehr hoch angesetzt und er vertritt ehrenhafte Werte.
Sein Wille ist ebenso dem Willen von Zoro ebenbürtig und ich finde, es wäre nicht absurd, wenn Sanji das Königshaki beherrscht. Und mein stärkstes und bestes Argument, wenn Don Xinjiao das Königshaki beherrscht, wieso dann nicht auch Sanji?